Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Parteifreunde, ich bin Holger Zastrow, der Dickschädel. Philipp, über deinen Humor musst du noch mal nachdenken. Der ist verbesserungswürdig, du hättest ja auch sagen können, der Charakterkopf. Aber das hast du nicht über deine Lippen gebracht. Schade. Meine Damen und Herren, ich kandidiere auch deshalb, weil ich glaube, dass ein bisschen von dem, was mein Berufsleben ausmacht und was mein politisches Leben ausmacht, vielleicht dieser Partei ganz gut tun könnte und es vielleicht auch ganz sinnvoll ist, wenn ein bisschen was von dem in der Parteiführung der FDP vertreten ist, meine Damen und Herren. Ich mache viel Politik und trotzdem ist aus mir noch kein Berufspolitiker geworden. Ich bin seit 1995 selbstständig und führe in Dresden eine kleine Marketingagentur mit 16 Mitarbeitern. Das ist keine Weltfirma, aber sie ist mir sehr wichtig, weil sie meine persönliche Freiheit, meine persönliche Unabhängigkeit sichert. Und genau das ist etwas, auf das ich Wert lege. Und sie sorgt noch für eine andere wichtige Sache, denn sie sorgt dafür, dass ich nicht abhebe. Sie sorgt für Bodenhaftung. Denn wenn man manchmal so in einem Landtag sitzt, oder vielleicht im Bundestag ist das ja ganz ähnlich, dann denkt man, die Welt sieht genauso aus. Aber wenn man draußen ist, wenn man unter den Menschen ist oder eben in so einer kleinen Firma ist, dann merkt man, na, die Welt ist eben doch ein bisschen anders. Und deswegen ist es gut, dass ich das habe und ich versuche das auch in Zukunft weiter so zu machen. Ich bin seit vielen Jahren Kommunalpolitiker. Ich führe die FDP-Fraktion im Dresdner Stadtrat. Dresden ist im Moment noch die Großstadt mit dem besten FDP-Kommunalwahlergebnis der letzten Jahre. Ich bin seit über 13 Jahren schon Landesvorsitzender der sächsischen FDP. Ja, ich habe da schon in einem nahezu jugendlichen Alter angefangen. Denn wie Sie sehen, bin ich jetzt auch schon über 30. Sachsen ist leider keiner der ganz großen Landesverbände. Und wie ich in einigen Gazetten lesen durfte, ist Sachsen auch keiner der wichtigen Landesverbände. Aber, meine Damen und Herren, darauf können Sie sich verlassen, Sachsen ist einer der richtig guten Landesverbände. Ein bisschen wild sind die manchmal auch. Mag schon sein, aber es liegt vielleicht daran, dass wir etwas geschafft haben, worauf wir heute noch stolz sind. Wir waren mal bei 1,1%, als ich begonnen habe. Inzwischen regieren wir in Dresden zusammen mit der CDU und ich sage Ihnen, man kann mit der CDU auch richtig gut regieren. Die Koalition bei uns funktioniert, sie macht Spaß, sie ist vertrauensvoll. Und ich kann Ihnen auch sagen, warum es das ist, weil wir uns miteinander unterhalten und nicht in Zeitungen übereinander reden. Vertrauen ist die Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Wir sind eine dufte Truppe, wie der Berliner sagt. Wir halten zusammen, wir wertschätzen uns, wir haben Respekt füreinander und für uns kommt die Partei vor den Interessen des Einzelnen. Und genau das, meine Damen und Herren, ist das, was ich mir wünsche, in Zukunft auch mehr in Berlin zu erleben. Ich glaube, dass ich Berlin davon eine Scheibe abschneiden kann. Wissen Sie, was für mich das Unwort dieser Tage ist? Es ist das Wort abräumen. Immer wieder höre ich davon, dass wir dieses oder jenes abräumen müssen. Christoph Dammermann hat vorhin den ähnlichen Gedanken gehabt. Wenn es uns dann gelingt, etwas abzuräumen, freuen wir uns. Im nächsten Moment wundern wir uns aber auch, dass es schon wieder etwas gibt, was wir neu abräumen müssen, meine Damen und Herren. Das war so bei der aus meiner Sicht nur von Hysterie und nicht von Sachverstand durchgepeitschten Energiewende, meine Damen und Herren. Man kann aus der Kernkraft aussteigen, aber nicht so, meine Damen und Herren, nicht so.
Wir freuen uns, dass wir auch in der Steuerpolitik einiges abräumen. Und ganz aktuell wollen wir auch unsere Position beim Mindestlohn abräumen. Wissen Sie was? Wir müssen aufpassen, dass wir bei den ganzen Ab-, Um- und Aufräumerei nicht am Ende auch noch unser Profil wegräumen. Die Gefahr sehe ich ganz aktuell. Glauben wir denn wirklich, dass unsere Wahlchancen besser werden, wenn wir so sind wie die anderen? Glauben wir wirklich, dass unsere Wahlchancen steigen, wenn wir aussehen wie die anderen oder wenn wir es machen wie die anderen? Was ist eigentlich so schlimm an einem Unterschied? Ich liebe Unterschiede und ich bin froh, wenn es einen Unterschied zwischen unserer Partei und den anderen gibt, meine Damen und Herren. Wir sind nun mal keine Stimmungspartei. Wir Liberale sind Überzeugungstäter. Es passt einfach nicht zu uns, einem Zeitgeist hinterherzurennen und nur darüber nachzudenken, wie wir möglichst gut davon kommen. Wir werden für unsere Haltung gewählt. Wir werden für unsere Grundsätze gewählt. Wir werden auch dafür gewählt, dass wir bereit sind, diese Grundsätze zu verteidigen, wenn wir in der Minderheit sind. Und das erwarte ich für die FDP auch in schwierigen Zeiten, meine Damen und Herren. Deswegen sollten wir uns treu sein, meine Damen und Herren. Bewahren wir uns unsere konstruktiv-kritische Haltung in der Energiewende. Bewahren wir uns unsere kritische Haltung bei der Einführung der Mindestlöhne und kämpfen wir trotzdem weiter für eine Entlastung der berufstätigen Mitte. Das Thema ist brandaktuell. Es wird uns in Zukunft verfolgen. Dafür möchte ich mich einsetzen. Bitte geben Sie mir Ihr Vertrauen. Danke für Ihre Stimmen.